nächsten Schritt möchte ich mit Ihnen einen echten Webservice erstellen, der dann auch wirklich die vier HTTP-Kernoperationen für Create, Read, Update und Delete umsetzt, sodass wir das gemeinsam testen können. Und dazu legen wir jetzt wieder ein neues Projekt an, also wieder ein Dynamic Web Project. Das ist hier nach der Erstellung des letzten Servlets noch vorausgewählt. Das heißt, das brauchen wir nur annehmen und nennen das Ganze jetzt ein Notes Servlet. Wir möchten also eine kleine Notizverwaltung erstellen. Können wir jetzt noch einmal durchklicken. Der Source-Ordner passt, aber wir lassen uns die WebXML wieder mit heraus generieren und klicken hier auf Finish in diesem Assistenten. Dann läuft er einen Moment und erstellt uns dieses Notes-Servlet. Und die Idee ist jetzt, dass wir tatsächlich eine fachliche Entität, die Notiz, also die Note, in einer Klasse erstmal definieren werden und danach werden wir ein Servlet bauen, was davor läuft und was auf dieser Note diese vier Operationen anstoßen kann, also ein Create, eine neue Note anlegen, ein Read, also den Inhalt der Note auslesen oder auch einer ganzen Liste von Notizen, ein Update und auch ein Delete. So, dann können wir jetzt eine neue Klasse anlegen. Wir sind in unserem Projekt drin, also File. Da definieren wir jetzt ein Package dafür, den Source Folder hat er jetzt nicht automatisch gefunden, dann geben wir ihm den nochmal. Ein Package. Jetzt soll also wirklich ein Webservice rauskommen. Und typischerweise haben Sie die fachlichen Entitäten in irgendeinem Package wie Entity, Business oder Domain, also getrennt von den eigentlichen Services, die da drauf laufen. Deswegen nennen wir das jetzt so. Und jetzt kreieren wir diese Node-Klasse. Die braucht natürlich keine Main-Methode, denn die wird ja wirklich nur als Datenhaltung dienen. Und die erbt sie auch einfach von Object hier. Legen wir uns diese neue Klasse an. Und die neue Klasse, der geben wir jetzt einfach mehrere Attribute. Eine ID sollte sie haben, damit wir sie irgendwie eindeutig erkennen können. Einen Autor. Ich nenne die Members hier immer M als Präfix, sodass es direkt zu erkennen ist. Einen Titel wird eine Notiz sicher haben. Und wir spendieren ihr auch noch einen Inhalt. So, was wir dann noch brauchen ist, irgendwer muss ja jetzt wissen, was die nächste ID für eine Note ist, damit wir die eindeutig vergeben können. Und da wäre der Vorschlag, dass einfach die Note selber das weiß. Das heißt, wir definieren hier eine Private Static Int. Die Static, also nennen wir die jetzt so. Und die setzen wir auch gleich auf 1. Sie soll also bei 1 anfangen zu zählen. Jetzt, was wir sicher bräuchten, ist, dass wir einen Konstruktor haben. Der Konstruktor wird dann diese drei Datenfelder entgegennehmen. Die hier mit A betitelt sind wie Argument, also wie Parameter. Und diese neue Node, die hier entsteht, die braucht jetzt als ID diese Next-ID und muss die dann hochzählen.
Und dadurch, dass die Next-ID ja static ist, wissen wir, dass die über alle Notizen gleich ist. Und das Plus-Plus hier hinter bedeutet ja, dass erst der Wert von Next-ID in die ID wandert. Und wenn dann die Next-ID um 1 erhöhen, das spart ihr jetzt eine Zeile. Sie wissen ja, die meisten Entwickler sind ein bisschen faul und infolgedessen kann man hier auch tippen, etwas einsparen. Also, jetzt weisen wir die anderen Datenfelder einfach noch zu. Jetzt können wir mit unserer besten Freund-Taste der Steuerung leer dann immer komplettieren. Das wäre unser Konstruktor, den werden wir nachher natürlich für diese Create-Operation brauchen, wenn uns ein Nutzer eine neue Notiz schickt. Was wir dann noch brauchen, also Delete brauchen wir ja nicht großartig weiter, da werfen wir die Note einfach weg. Was wir dann noch brauchen, ist das Update. Das heißt, wir erzeugen hier eine Public Void Update und die bekommt genau dieselben Parameter wie hier oben. Die ID können wir natürlich hier nicht verändern. Das wäre ja auch nicht erwünscht. Und hier drin können wir wieder diese Zuweisung machen. So, und was wir dann noch brauchen, ist neben dem Create das Read. Bei dem Read brauchen wir öffentliche Getter, denn die Datenfelder sind ja privat. Und das heißt, wir brauchen noch wir hätten jetzt auch versuchen können, über Refactor und Encapsulate Field das zu generieren. Aber das wäre jetzt nicht so viel schneller, weil wir die Setter ja nicht möchten. Zumindest nicht von außen zugreifbar. Wir wollen ja nur dieses Update hier in dem Moment anbieten. Das wäre der Weg, wenn wir jetzt direkt zugreifen wollen. Wenn wir uns überlegen, dass wir später vielleicht das Ganze auch in JSON repräsentieren wollen, dann wäre das Einfachste, die ToString-Methode zu überschreiben und darüber zuzugreifen. Das heißt, wir können uns hier mal einen ToString definieren, wenn wir jetzt auf JSON aufsetzen wollen. Public String ToString. Der gute Stil gebietet hier, dass wir auch davor ein Override schreiben, weil wir ja definitiv die Methode aus der Basisklasse überschreiben. Jetzt müssen wir hier den String zurückgeben. Return. Und dieses String, der müsste jetzt ja JSON formatiert sein. Das fällt etwas aufwendiger aus. Wenn wir das so lösen, ungefähr wie es in der Vorlesung gemacht war, dann öffnen wir hier eine Klammer, wie Sie auf dem Folienbeispiel hatten. Und müssten jetzt hier erstmal rausschreiben, dass es sich, wenn wir eine neue Zeile nehmen, Backslash N und einen Tab, Backslash T, dass es sich hier, das Anführungszeichen müssen wir auch maskieren, um eine Node handelt. Das schließende Anführungszeichen wieder maskieren, dann kommt der Doppelpunkt. Dann kommt hier die nächste geschweifte Klammer. Dahinter käme dann wieder eine neue Zeile und dahinter dann jetzt schon zwei Tabs und dann starten wir mit dem eigentlichen Content. Das heißt, jetzt müssen wir wieder die ID ausführen, wieder in maskierten Backslashes, können dann den Doppelpunkt in maskierten Anführungszeichen, dafür brauchen wir die Backslashes, schreiben dann ein Anführungszeichen. Jetzt kommt die eigentliche ID.
Jetzt kommt wieder String, das heißt, jetzt brauchen wir eine neue Zeile. Da die ID ein Integer ist, werden wir das auch nicht in Anführungszeichen verpacken. Zahlen stehen in JSON üblicherweise ohne Anführungszeichen. Jetzt brauchen wir eine neue Zeile, hatte ich gesagt. Dann brauchen wir danach wieder ähnlich viele Tabs wie vor der ID, denn wir wollen ja die anderen Attribute genau gleich weit eingerückt haben. Und die stehen wieder in Anführungszeichen. Das heißt, jetzt kommt hier der Author hin, ebenfalls in Anführungszeichen. Jetzt kommt der Doppelpunkt, dann kommen jetzt die nächsten Anführungszeichen. Jetzt müssen wir dahinter dann den Author dahinter hängen. Dann geht es weiter. Wir fangen wieder den String an. Wir nehmen das nächste Anführungszeichen, das ist das Schließende hinter dem Autor. Schließendes Anführungszeichen. Jetzt brauchen wir wieder eine neue Zeile, brauchen wieder zwei Tabstops. Dann brauchen wir wieder ein Anführungszeichen. Dann kommt der Title. Wieder ein maskiertes Anführungszeichen. Dann kommt wieder der Doppelpunkt. Jetzt brauchen wir noch ein maskiertes Anführungszeichen, denn unser Titel steht wieder Autor ja in Anführungszeichen. Jetzt kommt der Titel plus, jetzt kommt das schließende maskierte Anführungszeichen. Dann fügen wir wieder ein New Line ein, also neue Zeile, nochmal zwei Tabstops, weil wir soweit eingerückt haben. Und danach das nächste Anführungszeichen, denn jetzt brauchen wir noch den Content. Jetzt müssen wir erst auch noch Content hinschreiben nach dem Anführungszeichen. Dahinter steht auch ein schließendes Anführungszeichen. Jetzt kommt wieder der Doppelpunkt. Und dann noch das öffnende Anführungszeichen, bevor jetzt tatsächlich der im Content kommt. Und danach brauchen wir jetzt noch das hinter dem Content schließende Anführungszeichen. Wir brauchen die schließende Klammer um die Attribute, aber erst in einer neuen Zeile mit einem Tabstop. Und nach diesem brauchen wir noch eine neue Zeile. Und die finale schließende Klammer. So in etwa sähe das aus. Da sehen Sie, das von Hand zu machen, ist schon recht unangenehm. Normalerweise würden Sie an der Stelle auf Framework setzen, aber das schauen wir uns in dieser Phase jetzt noch nicht an. Wir sollten die ID auch noch rausreichen, der Vollständigkeit halber. Werden wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt ja auf die JSON-Variante setzen, nicht sofort brauchen. Ich schreibe es trotzdem jetzt der Vollständigkeit halt, aber in Getter hier vorzusehen ist kein Problem. Das heißt aber, der einzige Weg hier in eine bereits existierende Instanz hineinzuschreiben, ist genau diese Update-Methode und darüber können wir genau diese ID auch nicht ändern. Alles andere sind reinlesende Zugriffe und damit wäre unsere Node-Entität hier fertig. Dann können wir die speichern.